Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4 und wow, da kommt schon kommt direkt ein geiles Gebäude. Ja, wir waren beim letzten Mal hier weiter in unserer Hauptstadt unterwegs und wollten uns weitere Wohngebiete hier aufbauen. Jawohl, und würde ich sagen, machen wir das halt einfach mal. Jawohl, wir haben den Trick mit der Autobahn rausgefunden, dass man da die mit einer Allee verbinden kann. Und da Alleen tatsächlich handlicher sind als Autobahnen, machen wir das so. Und ganz genau. So, zack. Schaut euch das an. Das ist so krass. Genau, und wir wollen einfach hier weiter uns ausbreiten. Aber die Ärzte, die machen uns irgendwie Probleme hier. Deswegen... Immer schreien sie hier in dem Bereich. Ich kriege irgendwann eine Krise mit euch. Wirklich. Dann macht das doch einfach so. Genau. Machen wir die paar Jobs halt weg. Und dann sollte das passen. Gut, Freunde. Ja, wie gesagt, wir haben komplett neue Bildungseinrichtungen hier hingebaut. So. Die Schüler gehen gerade durch die Decke, aber das ist auch okay so. Boah, ja, auf jeden Fall. Weil wir halt jede Menge neue Wohngebiete aufbauen. Na, ihr seht's. Ihr seht es. Das ist schon ziemlich krass hier. Ich würde mal vorschlagen, wir machen hier nochmal eine kleine Monorail hin. So, wunderbar. Und verbinden die hier schön mit Bus und U-Bahn. So. Schaust du, da kommen sie nämlich schon. Sehr nice. Das brauche ich hier nicht. Das kann ruhig weg. über diese Weihnachtsgeschenke hier. So. So. Ja, das Spiel, das ruckelt mittlerweile schon ziemlich. Liegt einfach am Ausmaß der Hauptstadt mittlerweile, ne? Und wir müssen langsam echt aufpassen, dass wir die Finanzen mal wieder in den Griff kriegen. Also, das sieht schon übel aus. Aber schaut mal, ja, die Gewerbenachfrage ist wieder da. Sehr gut. Ihr könnt euch hier ja mal ein bisschen mehr aufbauen, oder? Wartet mal. Dieses Gewerbegebiet hier ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das kann man aber wegmachen, finde ich. Können wir mal wegmachen und durch Hochhäuser ersetzen, oder? Warum macht ihr hier keine Hochhäuser hin? Ich meine, wir haben ja genug Gewerbenachfrage. So. Kommen nur so kleine Mini-Gebäude hin irgendwie. Okay, das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, ja. Wunderbar. Ja, und wir haben die 2 Millionen überschritten. Ihr seht's, ne? Wir haben 2 Millionen Einwohner. Ah, das ist ein schöner Erfolg. Ein richtig, richtig schöner Erfolg, Freunde. Und ja, freue ich mich sehr drüber. Da freut man sich doch. So, ach, wunderbar ist das. So, machen wir hier mal weiter. Nee, die brauche ich eigentlich jetzt nicht, diese Auffahrt, aber... nein. Mach doch so. Genau. Brauche ich jetzt zwar eigentlich total nicht, ne? Ach, es geht gar nicht. Okay. Wartet. Dann machen wir hier ausnahmsweise mal eine Landstraße hin. So. War das halt so. Genau so wollte ich das haben. Jawohl. So. Alles klar, schön platzsparend hier auf jeden Fall. Oh. Schaut mal. Wir haben Brownouts hier. Okay. Nachbarschaftshandel, Energie. Können wir noch einmal. Sehr gut. Würde ich aber auch sagen, die Bildung noch mal ein bisschen runter. Damit wir ein bisschen auf den grünen Zweig kommen mit den Finanzen, Mensch. So.
Wunderbar hier. Gut. Gut, gut. Ja, dann freue ich mich, dass, dass ihr natürlich wieder eingeschaltet habt hier. Ne? Ist klar bei SimCity 4, wie es hier weitergeht. In unserer richtig geilen Hauptstadt. In unserer so geilen Hauptstadt, ne? So, und genau, wie war jetzt hier tatsächlich uns weiter aufbauen. So, ganz genau. Mach mal so. Es ist so geil, wenn die Hochhäuser einfach so aus dem Boden gesprossen kommen hier. Sehr, sehr geil. So, wunderbar. Ja, so kann es dann weitergehen, finde ich. Kann man schon so machen. Gut, alles klar. Sind noch 17.000 in den Miesen, aber das ist jetzt nicht so verkehrt. Was macht ihr denn? Nee, 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 wartet mal. Oh, da streiken welche. Das ist wahrscheinlich die Schule. Oder wer streikt? Ja, das ist die Schule, das habe ich mir gedacht. So, alles klar. So, die Hochschule, ja. Nee, nee, das will ich ja eben nicht. Wartet mal. Kann man das nicht drehen? Ja, da gut, komm, dann mach 3x3. Ist auch okay. Ist auch in Ordnung. So, dann machen wir das halt so. Und genau, Freunde. Ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht es sehr gut, tatsächlich, muss man sagen. Auch wenn es im Moment natürlich wieder schwieriger geworden ist mit der Zeit, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Aber gemeinsam schaffen wir das, ne? So, okay, dann... So, dann machen wir das einmal so, genau. Und dann könnt ihr eigentlich, ja, dazu ziehen. So. Und was ist hier mit euch wieder los? Warum? Händler Null. Ja, ihr sollt hier auch mal ein paar Jobs aufbauen. Ja, genau. Ist so geil, Freunde. Wir haben mehr als 2 Millionen Einwohner. Es ist einfach so herrlich. Ah, da geht sie wieder. Sehr gut. Jawohl, Freunde. Ist das hier? Mittleres Gewerbegebiet. Sehr gut. Gut, gut, alles klar. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Machen wir hier neue Jobs. Neue Jobs wieder hin. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wunderbar. Ich weiß, normalerweise mögen die Bewohner das nicht so direkt neben der Arbeit zu wohnen. Wow! Aber ist halt momentan hier in unserer Hauptstadt so, dass man keine langen Pendelwege haben soll. Von daher ist das doch eigentlich ganz gut so, wie wir es machen. Wow, schaut euch diese Gebäude an. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. 21.000 Jobs, jawoll. Was ist hiermit los? Lange Pendelstrecke. Ja, ihr kriegt hier eure Jobs, keine Sorge. So, dann gucken wir weiter. Jawohl, da kommen sie doch hier, die Jobs. Ja, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr Arbeiter her? Jawohl. So, sind nur noch 13.000 Minus jetzt gerade tatsächlich. Und ja, machen dann einfach mal weiter. Indem wir einfach die Straße hier ziehen. Genau. Und indem wir hier eine Monorail-Station hinmachen und hier oben auch. So. Ja gut, dann wisst ihr was. Seid ihr gebildet? Nee, ihr seid alle ungebildet. Verdammt. Dann wisst ihr was, dann macht euch mal weg. Und baut euch mal neu auf. So. So, hier. Ihr habt da eure Bäume wieder. Ah, da kommen sie wieder. Sehr gut.
Ja, ganz genau. Und so kann es natürlich dann auch weitergehen. Es kann gerne so bleiben, also. Machen wir hier auch noch schöne. Eieieiei. Ah, verdammt. Ich würde sagen, machen wir hier oben eine Plaza weg. Boah, schaut euch das an. Wie sie da aus dem Boden gesprossen kommen. Es ist krass. Es ist einfach so krass. So. Genau. Jawohl, Freunde. Die ganzen Jobs hier. So heftig einfach. So, aber, ja, ich meine, wenn wir es brauchen, dann nehme ich das gerne. So. Sehr cool. Haben wir hier euch mal Bäume, 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 Bäume. Dann gucken wir mal, wie es hier mit den Schulen aussieht. So, und was ist hier mit euch los? So, weg damit. Ja, wunderbar, Mensch. Das heißt, wir kriegen weitere Einwohner dazu. Wow, was kommt denn da wieder Schönes? Was kommt da Schönes? Okay. Ach so, ja, das ist, hat natürlich Stil, ist klar. Auch reiches Wohngebiet hier, Nuttower Residence. Jawohl, jawohl. Bildung? Ja, warum? Was ist denn hier los mit euch? Altersdurchschnitt. Warum denn? Ah, vielleicht braucht die Hochschule mehr Kapazität. Ja, kann gut sein. Gucken wir mal. Ah, noch nicht mal eigentlich. Die weiterführende? Ja, die weiterführende braucht mehr Kapazität. Okay. Die Grundschule. Was ist denn hier mit euch? Lange Pendelstrecke. Grundschule? Ja, Grundschule ist aber okay. Gut, das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen abwarten mit unserer Expansion. So, dann machen wir mal einmal hier eine Straße zwischen. So. Und gucken uns mal den Verkehr an. Ja, also Verkehr sieht, finde ich. Außer der Bereich hier, gut, okay. Aber Rest passt, würde ich sagen. Oh, guckt mal, und wir müssen wieder Müll exportieren. Nachbarschaftshandel, bevor das jetzt wieder. Ah, verdammt. Wir haben alles auf Maximum, ne? Verdammt. Ja gut, aber ihr habt überall Arbeiter, die von den verschiedensten Gebieten kommen. Warum werdet ihr nicht gebildet? Was ist los mit euch? Braucht ihr noch eine Grundschule oder was ist hier los? Nee, eigentlich nicht. So. Wir müssen einfach abwarten, glaube ich. Wie sieht es in der Uni aus? Ja, die Uni ist relativ voll, muss man sagen. Okay. Gut, gut. Aber wir haben nach wie vor. Oh Gott, aufpassen. Was ist denn. Ja, wohin fahrt ihr denn auch? Warum sucht ihr euch nicht die Jobs hier? Das verstehe, wer will wirklich. Dann macht die mal wieder weg. Ja. Da habe ich jetzt zwar ein okayes Gebäude abgerissen, aber gut. Wenn ihr euch so anstellt, dann werdet ihr halt abgerissen. Was soll denn das? So. Grundschule. Ja, wie gesagt, die Grundschule geht eigentlich. Und ihr habt doch hier jede Menge Jobs. Warum fahrt ihr da nicht hin zum Arbeiten? Weil ihr nicht gebildet seid, komischerweise. Wasserverschmutzung. Wasserverschmutzung? Okay. Hier vorne. Ja. Gut, dann machen wir hier einmal ein Klärwerk, bitte. Was ist das denn? Ach so. Mach hier mal bitte ein Klärwerkchen. So. Alles klar, das ist die Wasserverschmutzung nämlich auch weg.
Jawohl, und das hier sind wieder neue mittlere Jobs. So, dann solltet ihr es eigentlich... Ach. Lange Pendelstrecke. Ja, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Warum ist auch das Bildungssystem hier so... so krass schlecht? Also... Wow. Ja, es ist echt cool. Nee, ist eher uncool. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Wir haben zwar die Einwohner, aber irgendwie... Aber irgendwie werden die nicht gebildet. Ich verstehe es auch gerade nicht. Die Schule ist nicht voll. Die Grundschule ist nicht voll. Die städtische Hochschule ist auch nicht wirklich voll. Also irgendwas ist hier sehr, sehr merkwürdig. Okay. Und das kann auch tatsächlich sein, dass wir einfach wieder warten müssen. Na, das kann echt gut sein, muss man sagen. Da sind sie wieder. Aber hier finden keine Jobs, ne? Weil die nicht aufs Bildungssystem anspringen. Ich weiß auch gerade echt nicht, warum. So, Sims suchen sogar Büros hier. Wartet mal. Können wir vielleicht den Flughafen ausbauen? Boah, schaut euch das an. Nö, ist noch in Ordnung. Geschenkchen hier wieder. Mann. So, nix da. So. Gut, dann warten wir einfach mal eine gewisse Zeit hier und ja, dann habe ich auch mal ein bisschen Zeit, euch zu grüßen. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr bei SimCity 4 hier wieder dabei seid. Natürlich bei diesem sehr langen Projekt, aber bei diesem auch sehr erfolgreichen Projekt, muss ich sagen. Es ist schon sehr krass, was für eine Resonanz SimCity 4 hat. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich verdient. Also dieses Spiel hat es wirklich, wirklich verdient, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ihr seht's, ne? Da sind sie schon. Okay, das heißt, die haben jetzt endlich das Bildungssystem gereift. Okay. Sind zwar immer noch irgendwie rot, aber... Das wird wohl schon noch kommen. Okay. Weiterführende Schule ist gut. Anzahl der Schüler, ja. Hier, genau. Ja, okay. Dann macht das mal bitte so. Und, ja, wie gesagt, also ich freue mich wirklich, dass SimCity 4 guten Anklang findet. Das hat es wirklich auch verdient. Das ist so eine realistische Simulation. Das ist unglaublich. So, dann gucken wir doch mal. Nach dem Zensus hier. Oh ja, schaut euch das an, wir brauchen viel mehr Jobs. Viel mehr Jobs und eventuell nochmal neue. Ja. Das mit den Plazas wird langsam ein bisschen viel. Aber ja, ich meine, können die vielleicht nicht noch irgendwas ersetzen? Man könnte den Strand ersetzen durch zwei. Oder durch eine, ja, dann macht das. Ersetzt den Strand. Ja, wobei. Nee, lass den Strand. Ich mag die Strände ja auch, so ist es ja nicht. Mach den wieder hier hin. So. Oh, was ist denn hier mit der Brücke los? Warum geht das denn hier nicht weiter? Hä? Warum ist hier keine Brücke mehr? Okay. Das war interessant. So, aber... Und hier ist auch keine... Hä? Was ist denn hier mit der Straße passiert? Naja gut, wenn das so ist, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier nochmal eine neue große Plaza hin. So, große Plaza bitte. So. Bandagenblues, ja. Danke. Ihr schon wieder. Ihr wollt mich echt ärgern, habe ich das Gefühl, ne?
Ihr wollt mich echt ärgern. Diese blöden Ärzte da. Nee, ihr macht einen guten Job. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dann tatsächlich... Wenn die da oben streiken, machen wir hier mal so eins hin. Genau. Einfach mitten rein. Ja, warum denn nicht, ne? Einfach weil wir es können. So. Die sind ja fast voll. Okay. Ihr streikt immer noch, oder was? Nö, sollte eigentlich nicht mehr. Okay. So, das heißt, wir sind hier schon bei... Ach du heilige Kacke. Was ist denn hier mit euch? Aber es kommt langsam. So ganz langsam, Freunde. So ganz langsam. Das liegt aber auch echt daran, weil wir mit dem Bildungswert ein bisschen rumspielen hier, ne? So. Ja, das passt aber alles, du. Das passt wirklich alles. Wir müssen einfach geduldig sein. Einfach geduldig sein. Die kommen schon noch wieder, keine Sorge. Oder vielleicht mal einen Bäumetrick machen hier. Bäumetrick. Dann kommen sie schon wieder. Ah, seht ihr? Dann kommen sie schon wieder. Manchmal müssen es einfach Bäume sein. So. Jawohl. Sehr schön, stabil über 2 Millionen. Ein sehr geiler Meilenstein. Muss man wirklich sagen. Freue ich mich. Oh, hier oben aber auch, ne? Irgendwie haben wir jetzt gerade ein Problem, was das angeht. Ich weiß auch nicht. Also, hier drüben ist ja alles Paletti, ne? Mit der Bildung. Nur hier ist echt ein Problem. Ich glaube, weil die Leute auch irgendwie überall zur Arbeit hinfahren, nur nicht hier in der Nähe bleiben. Ja, das ist echt krass teilweise. Ja, die kommen alle von da hinten. Wir brauchen einfach mehr von den Jobs. Ja, gut, dann machen wir das. Wir machen euch mal mehr Gewerbeflächen auf hier. So. Und so. Genau. Dann machen wir euch mal mehr Gewerbeflächen auf. So. Verdammt. Ja, dann mehr Jobs. Einfach mehr Jobflächen. 4x4. 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 So. Oh, wartet mal. Da müssen wir ein Kreuz draus machen hier. So, dann einmal zack. Und zack. Zack. Und zack. So, dann machen wir hier schön alles mit Bus und U-Bahn verbinden. Hier mal eins weg. Ja, ihr fahrt wieder wie die Geisteskranken hier, ne? Ich kenne das ja schon. Bin das ja schon gewohnt von euch. So, hier Bus, U-Bahn-Station. Alles miteinander verbinden, schön. So. Oh, ja, das ist ein weiter... Oha. Es ist ein sehr weiter Weg. Okay, einmal schön erschließen hier. Was ist denn hier los? So, hier oben die ist auch nicht angebunden. Hä, wie krass. Wie krass, Freunde. Okay. Aber dann haben wir das ja jetzt. Okay, dann machen wir das einmal so hier. Einmal komplett durch nochmal, so als Entlastung. Als Linie. So. Gut, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier entwickeln wird. Wir machen hier unten noch eine Station hin und hier noch eine Station hin. So. Und lassen die einfach aufbauen, würde ich sagen.
Gut. Machen hier noch ein paar Bäumchen hin. Genau. Und dann sollten sie eigentlich, jawohl, schaut euch das an, ein Riesenmall hier. 1700 Arbeitsplätze. Meine Güte. Oh, hier sind zwei direkt hintereinander. Ja, das ist... Ist okay, kommt. Ist in Ordnung. Einfach weiter. So, einfach weiter hier, ohne Rücksicht auf Verluste. Bauen ist die beste Verteidigung bei SimCity 4. Ah, zack, zack. So. Einfach mehr von allem. Mehr Jobs einfach. Hier sind aber auch zwei Stück hintereinander. Ah, sehr gut. Pendler 0, ne? Das ist... Man versteht's nicht. Man versteht's echt nicht. Was ist hier los? Naja, gut. Wir müssen vielleicht die Gewerbesteuer senken. Nach der Wohngebietssenkung brauchen wir jetzt natürlich auch eine Steuersenkung für Gewerbe, obwohl wir 14.000 in den Miesen sind. Also das ist gerade höchst unangenehm. Aber wie gesagt, das muss, glaube ich, erstmal sein. Sau unangenehm, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. 30.000 in den Miesen, ey. Boah, shit. Ja gut, aber wenn jetzt die Nachfrage wieder kommt. Oder es passiert einfach nichts? Doch, okay. Aha, danke. Ah, danke. So. Da kann es losgehen hier. Ah, danke, 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 danke. 1500 mittlere Jobs. Ich meine, wir haben doch hier vernünftige Jobanzahl. Also, ich verstehe es nicht. Wir haben hier tausende Jobs, also... Ja, die kommen auch von überall her, okay. Wir haben, glaube ich, ein bisschen zu schnell die Wohngebiete aufgebaut, kann das sein? Ja, das kann sehr gut sein, aber guckt mal die Nachfrage. Ah, oh, danke. Die Gewerbenachfrage ist wieder da. So. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier noch ein großes Gewerbegebiet rein. Ja, machen wir es einmal so, genau. Einmal so. Ja. Ja. Ist okay. Einmal hier oben. Einmal hier oben eine Straße rein, einfach. Da eine Straße rein, Bus- und U-Bahn-Verbindung. Zack, zack. Zack. Jawohl. Tschick, tschick. Diese Musik liebe ich. Tschick, tschick, tschick. Einfach ein genialer Soundtrack, teilweise von SimCity 4. So. Ja, was heißt teilweise? Es ist ein genialer Soundtrack, sagen wir so. Gut. Dann hier einmal so. Das hier hochziehen. So. 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 Und so. Oh ja. Und das hier nochmal verbinden. So. Wunderbar. Das heißt, dann können wir hier auch 4x4. 4x4 Einbahnstraße reinmachen. Und nochmal 4x4. So, wunderbar. Das Gebiet baue ich jetzt noch zu Ende und dann haben wir auch schon wieder das Folgenende erreicht. Hey, meine Güte. Es geht immer so schnell. Das ist einfach krass. So. Ah, Gott. Gut. Schritt für Schritt. Aber hier auch dann nochmal. Zack, 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 zack. Jawohl. Einfach alles voll Kleister mit Grünflächen.
So und so und so, genau. Und dann könnt ihr euch aufbauen. Na, los geht's. Los geht es hier. Könnt ihr hier nochmal 4x4 draus machen und Polizei und so hinstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier für die Gewerbenachfrage. Polizei und Feuerwehr. So, ihr seht's, ne? Das ist echt extrem. So, dann einmal hier unten nochmal eine Verkehrsanbindung. So. Ja, und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie sich dieses Gewerbegebiet hier entwickeln wird. Wobei, es sieht ja eigentlich schon nicht schlecht aus, ne? So, dann haben wir doch Bäume, Bäume, Bäume. Ja, es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Gut. Ja. Schaut euch das an. So. Perfekt hier. Ach du Scheiße. Was ist hier mit euch? Ich wollte zwar eigentlich die Folge beenden, aber wir haben hier gerade irgendwie ein Problem. So. Jetzt geht doch mal vernünftig arbeiten. Ich meine, wir haben hier genug Jobs aufgebaut für euch. Ne, also es kann nicht sein, dass ihr da zu weit wegfahrt. Wirklich nicht. Das ist gerade echt merkwürdig. Ja, Fußgänger 5, toll. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr eigenartig. Müssen wir einfach Geduld haben, weil ich meine, die, ich weiß jetzt nicht, warum die nicht in die Schule gehen hier. Das verstehe ich gerade echt nicht. Also, ist dran, dass die Schule scheiße angebunden ist, oder was ist hier los? Wartet mal, ich speichere das Ding mal ab und drehe die Bildung mal auf voll und warte dann. Ich meine, das ist jetzt die letzte Folge, die ich heute aufnehmen werde. Lass uns mal gucken, was das für einen Effekt hat. Wir sind gerade 25.000 in dem Miesen. Haben noch 74 Millionen. So, wir gucken jetzt mal, wenn wir die Bildung voll hochschrauben. Das wird uns extrem viel kosten. Jetzt gerade. Aber wir schauen mal, ob das was bringt. So, machen wir die Bildung ganz hoch. Und ob die jetzt in die Schule gehen. Lasst uns das mal beobachten zusammen. Ob da irgendwas passiert. Bildungstechnisch. Ob das irgendwas bringt. Ich meine, ich werde das gleich eh wieder laden. Das ist jetzt nur ein Versuch. Minimal, ne? Wenn man sich das anguckt. Ja, das ist halt extrem kostspielig, was wir gerade hier versuchen. Aber wie gesagt, wenn ihr noch was wisst, warum die Leute nicht in die Schule gehen, bitte gerne. Ich weiß es halt nicht. Altersdurchschnitt ist auch eigentlich jung, ja. Daran kann es nicht liegen. Und wir haben den Bildungswert maximal auf maximal gestellt und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Verstehe ich dich. Was ist hier mit diesem... Was ist hier mit diesem Gebiet los? Nee, schaut euch das an. Da geht niemand in die Schule. Also das werde ich gleich definitiv nicht abspeichern. Ist einfach ein Versuch. Meine, weil ich nicht weiß, ja, woran es liegt, dass die Leute nicht in die Schule gehen. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Wir machen hier nochmal einen Bäumetrick. Vielleicht liegt es an den Jobs, aber eigentlich... Nö. Oh,
Okay. Nicht so wirklich. Also irgendwie passiert hier nichts. Kapiere ich nicht. Also kapiere ich gerade echt nicht. Mach mal hier einen Bäumetrick hin. Wie gesagt, wenn ihr wisst, woran das jetzt hier liegen könnte, dass die Leute hier nicht in die Schule gehen, immer her damit. Also, wir haben hier auch Pendler 0, ne? Also hier ist niemand. Die Leute gehen nicht in die Schule. Und ziehen aus, weil die Jobs so weit weg sind. Ja, aber wenn ihr euch nicht bildet, dann kann das auch nichts werden mit euch. Na, also irgendwas ist hier tatsächlich im Bildungssystem krank. Ja, wobei, wartet mal, vielleicht. Nee. Nee, rot. Es wird wieder rot. Verstehe, wer will. Also, ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, indem wir hier nochmal ein paar Plazas aufbauen? Ich habe keine Ahnung. So, dass wir das vielleicht so mal machen. Und damit die Nachfrage pushen. Bildung? Ne, keine Chance, Freunde. Ich weiß, wir überziehen gerade. Aber weil ich das halt sehr seltsam finde. Na, deswegen, diese reichen Leute hier, die gehen irgendwie nicht in die Schule, oder? Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Was mit denen ist. Keine Ahnung, was mit denen ist. Na gut. Bisschen Ratlosigkeit jetzt gerade, ne? Aber guck mal, die fahren zumindest schon mal hier um die Ecke. Ja, toll. Pendler 0. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Bildung. Wird wieder rot, ne? Also ich kann machen, was ich will. Die Nachfrage ist zwar da, aber irgendwie ist das Bildungssystem krank. Ich weiß auch nicht. Also überall, ihr seht es ja, ne? Überall sonst ist grün. Überwiegend 90% grün. Nur hier, ey. Liegt das daran, dass wir zu viele Reiche haben hier? Ich weiß es nicht. Pendler 0. Hier, die fahren zumindest ein bisschen. Das liegt aber auch daran, weil die ein bisschen gebildeter sind. Brauchen wir einfach mehr Jobs. Nee, also irgendwas, wie gesagt, Freunde. Ich werde mir das nochmal angucken beim nächsten Mal. Und wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Weil das hier ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, dass dieses Wohngebiet hier nicht funktioniert. Gut, Freunde, würde ich sagen, das speichere ich nicht ab. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ist jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weitergeht mit diesem Wohngebiet, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.